The wheel of time turns, and ages come and pass, leaving memories that become legend. Legend fades to myth, and even myth is long forgotten when the age that gave it birth comes again. What was, what will be, and what is, may yet fall under the shadow. Ravens and grouse, rats, mists and clouds, inserts and corruption, strange events and odd occurrences, the ordinary twisted and strange, wonders. The dead are beginning to walk, and some see them, others do not, but more and more we all fear the night. These have been our days. They rain upon us beneath the dead sky, crushing us with their fury, until as one we beg, let it begin. Ja, herzlich willkommen zu einer erneuten Wheel of Time Rezension. Heute geht es, wie der Titel wieder ohne schwer verrät, um The Gathering Storm, dem 12. Teil, geschrieben von Brandon Sanderson. Also er hat ja die letzten drei beendet für Robert Jordan, da der ja verstorben ist. Ich habe mich ja schon ein paar Mal wiederholt jetzt. Und ich muss sagen, es ist grandios. Wir hatten ja am Anfang, die Serie hat ja begonnen mit einem Wahnsinns-Intro, hat sich dann stellenweise wieder verloren in Band 7 bis 10. Und ich muss sagen, seit Band 11 nimmt es wieder Fahrt auf. Man spürt richtig, wir neigen uns dem Ende, dem großen Finale. Tarmogaidon rückt näher. Und ich bin einfach super gespannt, wie es jetzt ausgeht. Mit einem lachenden und weinenden Auge sehe ich dem Ende entgegen, denn es war eine wundervolle Reise und ich lese jetzt die Serie seit einem Jahr und es war einfach toll. Also sie hat mich so lange begleitet, begleitet mich immer noch, weil ich habe ja schließlich noch zwei Bücher vor mir. Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach großartig. Mir fehlen die Worte. Um auf das Buch einzugehen, The Gathering Storm. Ich erzähle jetzt nicht genaue Dinge zum Inhalt, denn ich meine, wir sind so weit fortgeschritten in der Serie. Des Weiteren, ja, es könnten Spoiler auftreten, durchaus. Wir starten direkt vorneweg. Der Prolog ist einfach richtig gut. Also zum einen musste ich lachen, weil sonst hatten wir immer Prologe von 90 Seiten von Robert Jordan, die dann auch stellenweise eine Person ewig behandelt haben. Und in diesem Fall war das nicht so. Wir gehen durch von wegen zack, zack, Personenwechsel, Personenwechsel. Nach 5 Seiten kommt eine neue Person und das war so erfrischend. Und nach 30 Seiten war der Prolog vorbei und ich war absolut überwältigt. Es ging wirklich so schnell vonstatten. Des Weiteren muss ich sagen, Brandon hat einen großartigen Job gemacht. Also hätte ich nicht gewusst, dass er die Reihe übernommen hat, ich denke, ich hätte es gar nicht gemerkt. Ich muss sagen, man merkt richtig gehend, ich habe es ja schon in meinem Lesemonat gesagt, dass er von Robert Jordan inspiriert wurde, dass ja sein Wheel of Time, dass ihn das geprägt hat. Und er war ja selber auch ein großer Wheel of Time-Fan. Und ja, wie gesagt, man merkt es, er kennt sich super gut aus in der Lore. Also das wirkte einfach alles natürlich, als es war ein sauberer Übergang. Ich hatte auch schon die Meinung gehört, dass wer gesagt hat, ja, es ist, Brandon hat die Charaktere ein bisschen versaut. Ich habe es ja auch schon mal angesprochen. Ich bin nicht ganz der Meinung. Ich finde, er hat die Charaktere gut dargestellt, hat sie so entwickelt, wie sie sein sollten, wie Robert Jordan sich das, denke ich, auch gewünscht hätte. Den einzigen, der so ein bisschen wieder in alte Muster verfallen ist, ist, glaube ich, Matt. Denn ich dachte eigentlich, er hat seine Jagd nach Frauen aufgegeben. Er wirkte irgendwie gesättelter im gesättelter, ja, da haben wir wieder das Englische. Ja, gesetzter im letzten Buch. Und irgendwie ging das so ein bisschen wieder rückwärtig, jetzt nachdem Tuan gerade nicht bei ihm ist, um ihn auf die Finger zu hauen. Aber ja, das war auch das Einzige. Aber ich fand es jetzt nicht großartig störend. Man könnte vielleicht meinen, dass Ramp ein bisschen noch durchgeknallter wurde. Aber hey, ja.
Okay, zurück zur Story. Prolog, habe ich ja schon gesagt, war phänomenal, war großartig. Wir hatten echt schöne Abwechslung von Personen da drin. Leider starten wir auch mit Gavin und ich dachte mir nur, oh Brandon, warum? Und wir hatten auch sehr viele Sequenzen mit Gavin oder Gawain. Ich habe stellenweise so das Hörbuch gehört, wie die Namen dann ausgesprochen werden. Ist interessant. Gavin habe ich zuerst gar nicht verstanden, wen die damit meinen. Ich nenne ihn Gavin. So. Auf jeden Fall, ich denke, Gavin ist auch der meistgehasste Charakter von der ganzen Wheel of Time-Serie, das Rad der Zeit, wie auch immer. Überall, wenn du in irgendeinem Forum danach liest, jeder hasst ihn. Also ich mag ihn auch nicht. Ich meine, er geht von Anfang an her, Rand ist schuld an allem, Rand hat das verbockt, Rand hat seine Mutter getötet. Hey, übrigens, deine Mutter wurde nicht von Rand getötet. Egal, ich hasse ihn trotzdem. Wieso? Also, Entschuldigung, aber er verhält sich nach wie vor wie ein Kleinkind und deswegen kann ich sein Verhalten absolut nicht nachvollziehen. Und dann hechelt er wie so ein trauriger Hund Egwene hinterher. Oh. Mittlerweile mag ich Egwene echt gerne und denke mir, Mann, du hast Besseres verdient, aber okay. Jedem was seiner. War ein Übergang jetzt schon zu Egwene. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe sie mittlerweile. Sie war ja am Anfang absolut nicht mein Lieblingscharakter. Ich hatte zwischenzeitlich sogar Sequenzen, da habe ich sie gehasst. Also sie war echt schwierig. Sie war am Anfang richtig zickig. Das wurde auch nicht besser. Und langsam wurde ihr das aber ausgetrieben von den Wise Ones und dann natürlich auch, nachdem sie dann in, den ja, zu Amerlin Seed wurde. Ihre Sequenzen jetzt in den letzten drei Büchern war das, glaube ich, schon. Drei? Nee, zwei. Zwei. Entschuldigung. Zwei Bücher. Also das letzte und dieses, Knife of Dreams und Gathering Storm, war sie ja im Tower eingesperrt. Also unter Elida hat sie ja gefangen genommen. Aber das war ja auch ihr Plan. Sie wollte ja den Tower von innen infiltrieren und die Leute, die Aes Sedai, zur Einsicht lenken, indem sie einfach nur stur ihrem, ja, Kodex folgte, beziehungsweise ihnen vor Augen führte, was Elida denn eigentlich für Mist baut. Und sie hat das so großartig angestellt, dieser passive Widerstand, ohne dabei aggressiv zu sein, ohne wirklich in Krieg zu gehen, weil sie einfach die Leute auch, also die Aes Sedai, nicht gegeneinander aufhetzen wollte. Sie wollte den Tower wirklich vereinigen. Stellenweise hat man es auch in Frage gestellt, was sie da eigentlich tut, aber ja, man kann es durchaus einsehen und es war einfach so phänomenal. Nichts konnte sie brechen. Sie war über allem erhaben und es hat so Spaß gemacht, das zu lesen. Dann habe ich ja schon erwähnt, wir haben deutlich mehr Ansichten, um da mal kurz drauf einzugehen. Gavin war nicht nur, er war einer, wir haben auch deutlich mehr von Cadzoans Sicht und auch Avienda. Avienda kam sehr zu kurz, fand ich, in allen Büchern, seit sie aufgetaucht ist, damals in Band 4, 3, glaube ich schon. Und ich fand es eigentlich echt gut, öfter mal aus ihrer Sicht zu lesen, zumal ich Avienda echt sehr gerne habe und auch wenn sie. Wie soll man das sagen? Ein bisschen steif wirkt manchmal, aber das ist halt sie ist sehr ehrenhaft. Aber wie gesagt, es macht mir durchaus sehr viel Spaß, aus ihrer Sicht zu lesen. Elaine hatten wir dadurch ein bisschen weniger, aber bei ihr ist es momentan, glaube ich, auch alles in Butter und da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Dann kommen wir doch direkt zu Rand. Wow! Ich muss sagen, ich war kurz davor, dass er nicht mehr mein Lieblingscharakter ist, weil irgendwie verhält er sich immer schlimmer. Also ja, ich meine, das war Teil seines Zykluses. Aber manche Entscheidungen, die er trifft, also schon von Anfang an, hat er gesagt, ja, er war noch nicht hart genug. Und ich dachte mir, Ren, du warst ja eigentlich sowieso schon sauhart. Nein, er muss noch härter werden und lässt nichts mehr an sich ran. Er mutiert eigentlich zu einem gefühllosen, zu einer Hülle, als wäre da keine Menschlichkeit mehr in ihm, als würde nur noch rationales Denken existieren. Und so geht das hauptsächlich durch das ganze Buch hindurch. Und jeder hat eigentlich Angst vor ihm, weil auch das, was er tut, ist absolut grauenvoll. Obwohl es gegen die Forsaken geht, ist es absolut seine Handlungen grauenvoll, nicht nachvollziehbar. Er versucht halt, das größere Übel zu beseitigen, indem ja, er
Kollateralschäden toleriert. Und das hat er früher nie getan. Ich meine, im Herzen war er immer ein guter Mensch. Und indem er dieses Gefühl zugelassen hat, also dass er nichts mehr fühlt eben, wurde er ganz anders. Und er hat mich so aufgeregt in diesem Buch. Also ich muss sagen, ich hatte wenig Freude an Red. Aber alles geht zu Ende. Und um dann auf das Ende einzugehen, es ist Licht, also Licht am Ende des Tunnels. Wir sehen Hoffnung. Ich denke, Rand hat sich gefunden und ich hoffe wirklich, dass das jetzt nur noch aufwärts geht. Was ich auch hoffe, ist, dass die Band endlich zusammenkommt. Also, dass alle aus Emmonsfield, Perrin, Matt und Rand und Egwin, dass sie sich alle endlich wieder sehen. Denn ich finde ehrlich gesagt, nur wenn sie zusammenarbeiten, arbeiten sie gut. Jeder für sich baut irgendwie nur Mist, habe ich das Gefühl. Naja, Perrin mal außen vor gelassen. Aber ja, ich würde mich so freuen, wenn alle wieder zusammen sind. Wir hatten ja zumindest mal ein kleines Wiedersehen, auf das ich schon ewig warte, nämlich Rand und sein Vater. Die Szene war einfach so ergreifend. Also ich fand sie total toll. Das war einfach mal wieder nötig und ja, es war wirklich ganz, ganz toll geschrieben, das Buch. Ich kann mich da gar nicht besser ausdrücken, irgendwie gerade. Es ist immer noch so, the feels are there, ja. Ja, wie gesagt, Rand war ein bisschen daneben. Matt hatten wir gar nicht so viel, wobei er relativ interessante Abenteuer erlebt. Wir sehen ja, also dass die Menschen die Toten sehen, was ja so der Vorschritt, ja, Prophezeiung ist für Tamen Gaiden. Das passiert dann regelmäßig oder dass sich Korridore verändern. Man hat dann schon immer dieses Foreshadowing. Und dann passiert natürlich noch was richtig Krasses mit einem ganzen Dorf, dass sich irgendwie, ja, wo merkwürdige Dinge geschehen. Ich gehe da jetzt nicht genauer drauf ein, möchte ja nicht spoilern. Aber das war auch super spannend, was Matt da so erlebt hat. Und ich muss auch sagen, um jetzt auf Matt nochmal einzugehen, ich finde ihn mittlerweile richtig toll. Ich mochte ihn am Anfang gar nicht. Er hat sich so entwickelt. Ich finde einfach, mittlerweile mag ich das. Aber was ich immer noch nicht an ihm leiden kann, ist dieses, oh, ich habe eigentlich keine Lust darauf, aber er entzieht sich wenigstens der Verantwortung nicht mehr. Und das fand ich immer so störend. Ja, daran sieht man schon, eine lange Reihe kann einen durchaus verändern und auch den Geschmack für einen Charakter. Perrin finde ich nach wie vor interessant, hat mich jetzt aber nicht mehr so umgehauen. Ich bin aber gespannt, was da noch kommt, zumal ja irgendwie, jetzt wo er zurück mit Faelye zusammen ist, da irgendwas nicht so ganz läuft. Also er macht sich viele Gedanken, was er eigentlich wirklich will. Ich meine, ja, er liebt sie, aber tief im Innern stimmt irgendwas nicht. Aber ich meine, Perrin ist der Einzige, der sich wirklich mal die Frage stellt, hey, irgendwas stimmt da mit mir nicht. Ich muss mich damit mal beschäftigen. Rand, nimm dir ein Beispiel daran. Ja, dann ebenfalls ein Charakter, der mich in den letzten Büchern überrascht hat, begeistert hat. Nynaeve, beziehungsweise Naive, so sprechen sie es im Englischen aus. Das finde ich irgendwie komisch, da sind viel zu viele Buchstaben, um das einfach nur Naive auszusprechen. Ich spreche es Nynaeve aus. Ja, Nynaeve ist, sie war am Anfang störrisch, grumpy, hat ständig alle angeschrien, war unberechenbar und hat mich echt genervt. Aber in den letzten drei Büchern eigentlich schon, eigentlich seit sie mit Lan verheiratet ist, hat sie sich total geändert und das echt zum Guten. Also sie hat zwar immer noch ein bisschen ihr Temperament, aber ich finde, sie hält es im Zaum. Und es macht richtig Spaß, ja, aus ihrer Sicht zu lesen. Denn Nynaeves Sicht hatten wir auch nicht so oft. Und wie gesagt, es ist wirklich erfrischend in diesem Buch. Wir haben mal deutlich mehr Ansichten. Die Kapitel sind kürzer. Das ist richtig toll. Man hat irgendwie das Gefühl, man kommt schneller voran, da die Kapitel sehr viel kürzer an sich sind und man in den Kapiteln öfter mal auch einen POV-Change hat. Sprich, man sieht mal aus der Sicht eines Charakters und dann wieder aus der anderen. Und ich finde, das gibt deutlich mehr Abwechslung. Weil stellenweise hatten wir Kapitel von, sagen wir, 30 Seiten, die einen POV hatten. Nicht immer, nicht immer. Aber ich fand das wirklich gut. Also
Bringt neuen Wind rein. Danke, Bran. Ja, der Schluss war der Hammer. Also grandios. Wie gesagt, wir nehmen hier langsam wieder Fahrt auf und Wheel of Time mangelte es ja noch nie an guten Cliffhängern und guten Abschlüssen, außer vielleicht in Band 7 bis 9. Wobei, stellenweise waren die ja echt gut. Und absolut grandios. Ich werde nicht sagen, was passiert, aber wir sehen da auf jeden Fall eine ja, epische Reise auf uns zukommen. Des Weiteren, was ich wirklich sehr, sehr traurig fand, was ich überhaupt nicht gedacht habe, und da muss ich jetzt leider sagen, Achtung, Spoiler. Wenn ihr den nicht hören wollt, spult ungefähr 2 Minuten vor. Varen. Ich fand sie ja immer recht cool, aber irgendwas war mysteriös an ihr. Irgendwas konnte man nicht genau greifen, da war was. Also sie ist ja Brown Archer gewesen. Und ich war so geschockt, wo sie sagte, sie ist Black Archer, aber nur aus Studienzwecken. Und dann dachte ich mir wieder, ja, genau das ist Varen. Varen hat genau diesen Charakter verkörpert. Sie würde aus Studienzwecken zu den Black Archer, aber damals hatte sie keine Wahl. Aber dass sie damit unseren Helden oder Egwene ein Werkzeug an die Hand gegeben hat, weil sie natürlich alles dokumentiert hat, jeder, der Teil davon ist, jeder, der den Tower unterwandert hat, das war absolut phänomenal. Und dass sie halt gerade diesen Schwur für den Dark One, von wegen bis zur Stunde meines Todes werde ich Treue schwören, ausgenutzt hat und sich selbst das Leben genommen hat durch Gift und dadurch Egwene noch in ihrer letzten Stunde alles erzählen konnte. Das hat mich irgendwie so traurig gestimmt. Also Varen war ja hauptsächlich eher so ein Side-Character, aber ich mochte sie irgendwie. Sie war mal da und hat immer so pfiffige Kommentare abgegeben und Weisheiten, mit denen eigentlich keiner was anfangen konnte. Aber ich mochte sie wirklich super gerne. Und ja, das war etwas traurig, aber was will man machen? Ja, das war es eigentlich. Ich könnte jetzt noch auf zig Ansichten eingehen und was eigentlich passiert ist, aber im Prinzip bereiten wir uns auf Tarmogoyf Gaidon vor. Die Forsaken hantieren hier wieder ein bisschen rum. Wir haben jetzt hauptsächlich Crindal, Mann! Dieser Name macht mich fertig. Wenn ich ihn lese, ist das absolut kein Problem. Laut auszusprechen ist dann irgendwie schon wieder was anderes. Als Gegner gehabt. Gegner, ja, großer Antagonist in diesem Buch. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel überhaupt noch übrig bleiben, aber wir werden sehen, wo das noch hinführt und wann der Dark One jetzt tatsächlich auf die Erde, ob er überhaupt kommt und welche geheimen Dinge wir noch immer nicht erfahren haben. Ja, ich rede um den heißen Brei. Wie gesagt, ich fand es wirklich toll. Brandon hat einen super Job gemacht und das Ganze fortgeführt. Ich habe schon mit Towers of Midnight angefangen und ich freue mich drauf. Es macht richtig Spaß, wieder zu lesen. Es ist wirklich ein ganz tolles Abenteuer, auch wenn es jetzt langsam zu Ende geht. Ja, dann danke ich euch wieder fürs Reinschauen. Liked und subscribed. Ich würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!